Firma Bruder ist ja für Fahrzeugwelten bekannt. Jetzt haben Sie uns hier ja ein ganz besonderes Exemplar mitgebracht. Was ist denn das? Das ist eines unserer diesjährigen Messe-Highlights. Ein Glas Häcksler, Feldhäcksler, okay, wo man insbesondere sehr große Felder sehr schnell abernten kann. Okay, ja wow. Sehr funktionsfähig, natürlich wie immer bei Bruder mit vielen Features. Sie können hier zum Beispiel das Maisgebiss natürlich ausklappen und dann die Spielfunktion voll zur Geltung bringen. Ach, das ist ja toll. Und dann kann man hier das auch noch aufklappen. Das ist sozusagen der Motorraum, dass man hier auch sieht, wie so ein Fahrzeug innen ausschaut. Das ist angedeutet. Und selbstverständlich ist auch die Kabine zu öffnen. Wir können hier Figuren reinsetzen. Das ist ja nett. Und von daher bietet also so ein Fahrzeug sehr, sehr viele Spielfunktionen. Und was ist das hier? Für mich als Laie? Da kommt dann sozusagen das Abgeerntete entsprechend raus und kann dann abtransportiert werden. Da fährt dann ein Anhänger nebendran und dann wird es hier entsprechend reingebracht. Für welche Altersgruppe ist denn das Spielzeug geeignet? Zwischen 4 und 7 Jahren, würde ich sagen, ist jetzt für so ein Fahrzeug die Zielgruppe. Und wahrscheinlich hauptsächlich Jungs, oder? Oder gibt es auch pinke Autos? Also ich würde mal sagen, dass das hauptsächlich Jungs anspricht, aber wir haben auch schon oft gesehen, dass durchaus auch Mädchen mit unseren Sachen spielen. Okay. Wir haben eventuell Brüder zu Hause, die sowas haben und da wird dann auch mitgespielt. Aber es ist schon richtig, es ist natürlich vielleicht eher für Jungs. Schön. Jetzt haben wir ja auch noch ein paar andere Fahrzeuge, die würde ich mir gerne natürlich auch noch anschauen. Genau. Ne? Also, weil wir jetzt gerade im landwirtschaftlichen Bereich waren, haben wir hier ein weiteres Highlight von John Deere. Mhm. Ein ganz großer Traktor, ein Raupentraktor, der also maximale Power bringt, aber gleichzeitig durch das Raupenfahrwerk den Boden schont. Ah. Und Sie können jetzt also hier hinten sämtliche Anhängegeräte ankuppeln, wie ein Pflug, ein Grubber, verschiedene landwirtschaftliche Geräte. Mhm. Solche Fahrzeuge werden natürlich speziell auf großen Flächen eingesetzt. Da lerne ich heute noch richtig was im landwirtschaftlichen Bereich. Landwirtschaftlichen Bereich haben Sie? Bau haben Sie gesagt? Genau, alles das Thema rund um die Baustelle, Nutzfahrzeuge und auch Themen, was die Freizeit betrifft, kommunale Themen wie Rettungswagen, Polizei, Freizeitthemen, Skifahren, Jetski. Ja, da wäre ich wieder dabei mit dem Jetski. Genau. Genau. So dass also die Spielwelt letztendlich bei Bruder eben so ist, dass man viele Sachen miteinander kombinieren kann und das macht es eigentlich aus. Ah ja, super.